2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Paulus schreibt an Timotheus: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage der gerechte Richter geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus schreibt davon, dass er einen guten Kampf gekämpft hat und Lauf vollendet und Glauben gehalten. Wisst ihr, wir leben so, dass wir ständig irgendwas versuchen, jemandem zu beweisen. Ob wir das jetzt bewusst machen oder nicht, aber irgendwo im Inneren haben wir immer so einen Wunsch, besser zu sein. Wir möchten zu zeigen, dass ich auch etwas bedeute, dass ich etwas kann. Ich habe das schon öfters zitiert, aber dieses Sprichwort, die gibt das so gut wieder. Wir leihen Geld aus, was wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, was wir nicht brauchen, um die Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das ist irgendwo so ein Sprichwort, weil sehr der Tatsache entspricht. Auf der Arbeit versuchen wir zu zeigen, dass ich irgendwo besser bin als meine Kollegen. In der Schule ist, wenn einer der Bestklassler war und dann kommt ein neuer und ist auch besser, dann ist das kein schönes Gefühl. Denn Kind versucht dann zu zeigen, nein, er ist besser. Wenn wir spielen, wollen wir natürlich gewinnen. Wenn wir Wettlaufen machen, wir laufen auch, um einen Sieg zu bekommen. Interessant, dass uns den Menschen das so sehr treibt und so berührt, wenn wir, oder verletzt, wenn wir irgendwo versagen oder nicht schaffen. Viele Menschen trainieren, verbringen sehr viel Zeit, um doch besser zu sein, um jemanden zu beeindrucken. Aber was motiviert uns, wenn wir so leben und das anstreben? Was motiviert uns? Paulus schreibt hier, dass er ein Leben, er hat das als einen Kampf angesehen. Und der hat einen Kampf gekämpft. Luisa, sag mal, wie ist das in Russisch? Genau, danke. Dieses Wort ist mir entfallen. Подвигом подвязался. Also ich habe sozusagen ein Ziel, einen guten Ziel eingesetzt. Ich habe guten Kampf gekämpft. Paulus findet seinen Kampf als gut. Normalerweise kämpfen wir und finden das nie so schön. Aber er sagte, ich habe einen guten Kampf gekämpft und ich habe den Lauf vollendet. Und als Letztes sagte er, ich habe Glauben gehalten. Ja, er schreibt davon, dass wir in unserem Kampf, unser Glauben wird ständig angegriffen. Kennt euch dieses Moment im Neuen Testament, als Johannes der Täufer, derjenige, der den Jesus getauft hat, und hat den Heiligen Geist runterkommen sah auf Jesus, als er im Gefängnis war, dann schickte er seine Jünger, um zu fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? In einem bestimmten Moment, wo uns so schwierig ist, kommt irgendwo ein Zweifel. Er sagte, ich habe einen Glauben gehalten. Aber was bewegte denn Paulus, diesen Kampf zu kämpfen? Es gibt noch einen schönen Vers oder einen Abschnitt aus 1. Korinther 9, 25 bis 27. Er schreibt nochmal fast das Gleiche. 1. Korinther 9, ab Vers 25. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem.
jener freilich, auf das seine vergängliche Krone empfang, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe daher also nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe also nicht wie einer, der die Luft schlägt, sondern ich zerschlage mein Leib und führe ihn ins Knechenschaft, auf das ich nicht, nachdem ich einen anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Er vergleicht hier mit einem Sportart. Er sagte, ich laufe nicht ums Ungewisse und nicht einfach, damit ich Luft schlage, sondern ich laufe, um eine Krone zu bekommen. Die anderen, die laufen, eine vergängliche Krone zu bekommen, aber ich laufe, eine unvergängliche Krone zu bekommen. Aber trotzdem, Krone ist das nicht Motivation, was der Paulus bewegt. Wenn ich zurückkomme zum 2. Timotheus, er sagte auch über die Krone. Mir ist beigelegt die Krone, die der Herr an einem bestimmten Tag mir geben wird. Aber er führt einen sehr wichtigen Satz dazu, was uns so wichtig ist. Er sagte, nicht mir allein, sondern jeden oder sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und dieser Satz ist mir so besonders wichtig geworden. Das ist das, was den Paulus motiviert, diesen Kampf zu kämpfen. Im Korinther sagt er, ich zerschlage mein Fleisch. Im anderen Übersetzung, ich demütige mein Fleisch. Im Russischen heißt ich demütige mein Fleisch. Was motiviert ihn? Und das ist das, was er hier sagt, die seine Erscheinung lieb haben. Wisst ihr, nicht die Krone ist unsere Motivation. Krone bekommen wir. Aber es wird schwierig, den Kampf zu kämpfen. Es wird schwierig, seinen Leib zu zerschlagen, zu demütigen, wenn ich diese Erscheinung nicht lieb habe. Wenn Jesus kommt, was ist unsere Reaktion darauf? Erwarte ich ihn? Wenn ich Jesus nicht erwarte, die Krone, die wird mich nicht motivieren. Ich glaube es nicht. Nur die Liebe zu Jesus, wenn er kommt, nur das ist die wahre Motivation. Als Jesus ein Gleichnis erzählt von einem Herr, der seinen Knechten beim Abreise Talenten austeilt, könnt ihr euch noch erinnern, in Matthäus steht das geschrieben, genau, in Matthäus 25, da ist einer, der nur ein Talent bekommt. Und er hat das vergraben. Er hat das nicht in Umsatz gebracht, damit er einen Gewinn macht. Und seine Ausrede, warum er das getan hat, ist folgendes, Matthäus 25, 24. Er trat aber herzu, der das ein Talent empfangen hatte, und sprach, Herr, ich kenne dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Die anderen, die haben das in Umsatz gebracht und haben einen Gewinn erzielt. Und nur einer hat das einfach vergraben, gewartet, bis sein Herr zurückkommt, dann tut es das wieder ausgraben und sagt, hier ist das, was du mir gegeben hast. Aber seine Motivation, er sagte, du bist ein harter Mann. Er liebte diesen Herrn nicht. Er sah in seinem Herrn einen harten Mann, der ungerecht ist. Du sammelst da, wo du nicht gesät hast und wo du nicht ausgestreut hast. Wissen Sie, wenn wir den Herrn nicht lieben, werden wir seine Erscheinung nicht lieben. Dann werden wir auf sein Kommen nicht warten. Wenn wir auf sein Kommen nicht warten, wenn das uns nicht motiviert, wir werden den Kampf nicht als gut empfinden.
Wir werden auch unseres Fleisch nicht zu demütigen oder mit sich irgendwas machen. Und er vergleicht, jeder, der Sport treibt, er macht so viel. Er macht Diäten, er trainiert so, dass die Muskeln schmerzen, bis die Muskeln absagen, um irgendwas zu zeigen, guck mal, wie stark ich bin oder wie schnell und so weiter. Die machen das für ein vergängliches Ziel. Wofür lebe ich? Ist Jesus kommen wirklich das, was ich so gerne erwarte, sehnsüchtig? Oder ich liebe dieses Welt und dieses Leben? Jesus sagte auch in Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Johannes 14, 23, sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Aber schaut mal, wenn jemand mich liebt, der wird meine Worte halten. Jedes Mal, wenn wir uns versündigen oder irgendwo fallen, irgendwo ist Liebe zu mir selbst in diesem Moment größer als Liebe zu Jesus. Und Jesus sagte, nur wenn du mich liebst, dann wirst du meine Worte halten. Wo ist meine Liebe? Was liebe ich mir? Ist das meine Motivation? Ist das meine Antriebskraft, weil Jesus kommt und ich würde so gerne, dass er kommt. Wenn wir zu Hause Besuch erwarten, wir tun Wohnung vorbereiten, weil wir wissen, es kommt jemand. Wenn ich Jesus erwarte, ich werde auch etwas tun. Und Paulus sagte, ich tue an meinem eigenen Fleisch. Ich zerschlage es, damit ich das Krone bekomme. Damit ich für Jesus diesen Kampf gewinnen kann. Gott möge uns segnen, dass wir eigenes Herz reinschauen, um eine wichtige Antwort zu geben. Was motiviert mich in meinem Leben? Amen. Lass uns noch zusammen beten.